Sie werden nun mitgenommen ins Unwirkliche. Die Fantasie ist der Antrieb auf der Reise durch die Dimensionen. Nichts scheint, wie es ist. Lassen Sie sich treiben. Die zwei spitzfindigen Herrschaften führen Sie sicher durch alle Mysterien. Vorbei an scheinbar unlösbaren Aufgaben und zurück auf Ihr heimisches Sofa. Willkommen in der Twilight Zone. Hi. Wie spitzfindige Leute feststellen, sitze ich hier alleine. Mein werter Kollege, Professor Simon, eilt. Er ist gleich da. Und dann geht's hier los mit Twilight Zone. Und The Bunker. The Bunker? Wie heißt es denn? Oh Gott. Da ist er ja, Professor Simon. Oh Gott. Er ist am Start. Was ist passiert? Wir beide haben es geschafft. Wir beide haben rechtzeitig es in den Bunker, in den Rocket Beans Bunker, den wir für viel Alter. Geld aus reinem Gold, dem Gold hält. Oh Gott, hier ist schon wieder Alarm. Fern. Was ist denn das für ein Alarm? Ist das der? Nein, das ist okay, ich bin da. Das ist ein Alarm. Nicht, dass hier gleich wieder die Wachen reinkommen, ne? Nein, das ist ne? nur der Simon-Alarm, der dir ansagt, dass ich es geschafft habe, weil dir das so wichtig ist, dass ich überlebe. Hallo, herzlich willkommen da draußen zu unserem Bunker. Heißt es Bunker, heißt es, ne? Bunker. It's a Bunker. Heieiei. Schön, dass du da bist. Und wir dieses der Erlebnis Helm, die Lampe, ihr habt euch ja wirklich übertroffen. Gemeinsam durchstehen müssen, dieses Erlebnis im Bunker. Schön. Ganz kurz, bevor wir was falsch machen, wollen wir die Untertitel einstellen, weil es wahrscheinlich Englisch ist? Ja. Ist schon an, super gemacht. Alles richtig, okay. Ich glaube, wir sind gerade auf die Schulter, man sieht es noch nicht. Sag Bescheid, wenn wir loslegen sollen. Ja, bitte. Ich habe leider das Intro verpasst, aber es war sicher toll. Nee, wir mir nachher noch. Achso, ja, das Intro. Da sagt Ingo aus Versehen Zone statt Zone. Eigentlich hat er es geändert, aber irgendwie ist es. aber es wird auch geändert wieder. Da sagt er irgendwann noch Twilight Zone. Außer der Running Kick. Twilight Zone. Ja, sag ich. Naja, dann nennen wir es halt Twilight Zone. Jetzt ist auch egal. Okay, soll ich ein New Game machen? Ja, oder? Ja. Okay. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr live seid. Danke, dass ihr am Start seid und mit uns. Ich habe nicht gerade aufgestanden. Ich habe gerade mit Schröcker 3 Stunden Gears of War gespielt. Schön Couch Gaming. Ne? Seine Frechheit, ja. Denken immer, man ist nur on air am Leben. Dieses Knacken, was ihr hört, ist unser Bunkerlicht natürlich. Schön, dass es immerhin hat irgendeinen Sinn. Die hat sicher Blinddarm. Ganz bestimmt. Was könnte es sonst sein? Ah, sie ist dick. Sie ist zu dick. Sie ist einfach zu dick. Oh Gott. Wahrscheinlich hat sie sehr viel gegessen. Ich hoffe, unser Mikro ist aus. So fühle ich mich jeden Mittag nach dem Essen. Last push. Oh, ich muss atmen. Ich glaube, dieses Knacken nervt sehr viele Leute von dem Licht. Ich weiß nicht, ob die Wachen sauer sind, wenn ich das jetzt ausmache. Es ist ganz furchtbar, sagen alle, okay. Ah ja, da unten ist es. Alles klar, ich sehe es. Ich mache es jetzt aus. Ich ziehe den Stecker und die Soundprobleme sind dahin. Dann ist die schöne Atmosphäre aber natürlich kaputt, ne? Wisst ihr selbst. So, was ist passiert? Naja, da ist halt das Kind jetzt. Ah ja. Und das Kind wächst jetzt wahrscheinlich in dem Bunker auf, wird groß und lernt nichts. Weiß nichts von der Welt. So wie also ein bisschen bei Fallout. Okay.
Das ist wirklich so ein bisschen wie ich, ne? Traurig. Wir haben dich auch hier gefunden. Wir haben, wir haben die Wohnung hier gekauft. Und dann war unten im Keller war der Gunnar in einer Eiterblase aus eigenem Eiter. Oh. Lagst du da und hast dich ernährt von Eiter. Eiter ist echt das Ekligste, ne? Okay, komm. Aha. Ah, ich dachte im ersten Moment, es wäre eine 360-Grad-Kamera sozusagen, in der ich mich umgucken kann. Aha. Wie machst du das? Ich mach's nicht. Ach so. I'll be safe. So muss ich always be here. Er sieht schon aus wie ein Loser. Irgendwie. As long as I don't go outside, I'll be safe. Das ist der letzte Mensch der Welt, er ist ein Loser. What time is it? Meeting time, Mom. Yes. Na, ja, welches Buch willst du jetzt? Domestic Nuclear Shelters? Die Bibel oder Treasure Island? Jawohl. Guck mal, aber der hat nur ein Bein. Soll das mein Held sein? Wie heißt der noch? Captain Nemo? Nee, das ist... Das Captain, Captain Bornfoot. Wie heißt der denn nochmal, der Captain von Schatzinsel? He was consumed by the time. Du meinst nicht Gilligan's Island? Nee, die Schatzinsel. Falsches Buch gewählt. Deine Mutter stirbt. Wie hätte sie die Bibel gewählt? Dann wäre sie wahrscheinlich noch am Leben. I'll keep you safe, I promise. No. 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 Please. Die Mutter ist doch nicht wirklich alt, oder? Ja, da hätten sie wirklich eine ältere Person nehmen sollen. Die ist doch genauso alt wie er. Aber vielleicht hat sie irgendeine Krankheit. Ja, aber du hast schon recht. Das ist ein bisschen strange. Oh komm, ich streichle ein bisschen. Long John Silver natürlich, ja. Ja, Long John Silver ist der Besitzer der Schatzinsel. Bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Long John Silver ist doch von der Schatzinsel. Long John Silver ist ein Westernheld. Ja. Oder ein Pornoheld. Ich glaube beides. Ich glaube, es gibt beides. Ich gucke jetzt lieber nicht nach. Ich glaube, es gibt beides. Long Dong. Long Dong Silver, also, habe ich das nicht gesagt. Aber John steht doch auch für Dong. Okay, die Routine. Vitamine, das Dosimeter benutzen. Dosimeter. Radio, Radiation Shack, Food und Mother beerdigen wahrscheinlich. Okay, dann guck mal erst die Mutter an. Machen wir das jetzt hier. Du kannst auf die Dinger klicken links. Ah, hier oben, aber nur dann das erste wahrscheinlich. Okay. Sie klingt ein bisschen wie Eddie immer. Oh Gott, das ist nicht lustig. Sag, wenn du spielen willst. Ansonsten. Ja, das ist ja eh ein Film. Ne? Okay, hast recht. Oh Gott. I wonder if my radiation level is safe. Das ist das, achso, das ist das zum Messen der... Naja. Achso, ich muss hier noch was machen. Siehst du im Sendebild, wir haben gerade so ein Flackern. Das ist mysteriös, hat aber nichts mit uns zu tun. Sondern mit dem Aber ich dachte, das passt aber ganz gut zum Spiel, fand ich eben. Deswegen habe ich es einfach nicht gesagt. That's acceptable. Aha, du schaust da also so durch und dann...
I should check the radio. Der würde aussehen wie Micha. Ach so, check the radio. I wonder if anyone is out there. Unser Plan ist übrigens, es heute am Stück durchzuspielen. Ja. Fabian meint, es geht ungefähr 2 Stunden, aber wir sind natürlich auch schlauer als Fabian, deswegen haben wir es wahrscheinlich sehr schnell durch. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, ist klar. Okay, wir sind fast durch. Spiel ist fast zu Ende, Kapitel 3. Ist aber gut gemacht technisch, oder? Irgendwie schon. Also nicht nur die Ausstattung ist schön, irgendwie auch. Mhm. Das, auch wenn man das Bild mal eine Weile stehen lässt, das funktioniert irgendwie schon ganz gut so als. Hier jetzt sieht man natürlich nicht viel, aber eben. Elftausend Tage. Bunker radiation is normal. Good. Der checkt doch nicht jeden Tag die gleichen Sachen, oder? Ja, nur so überlebst du. Mal gucken, ob noch das ganze Essen da ist, was gestern auch schon da war. Ah ja, nichts weg. Boring old beans. Again. Hey, ja. So that makes 27 years, 3 months and 14 days of food. Das ist interessant, genauso lange geht unser Stream auf Toilette auch noch. Ja. Unser Stream ist geplant auf 27 insgesamt, 28, 29 Jahre. Da kam mir übrigens die Idee zu Rocket Beans. Ja. Genau so ein Moment. Und jetzt die Mutter, jetzt wird's traurig. Muss ich die jetzt beerdigen? Ist die schon tot? So, werfen wir die denn hin im Bunker? Er hat sie einfach zugedeckt. Und da bleibt sie jetzt. Für immer. Das klappt doch nicht. Wir wissen noch alle, was passiert. Da liegen noch mal 2 Wochen Essen, würde ich sagen. Oh, jetzt ist mir schlecht. Musst aber jetzt zugreifen. Ja. Wird nicht besser mit der Zeit. Sind das für eine Serviette? Die Augen auch so eingedrückt, guck mal. Das ist das schon so ein Skelett, komisch, oder was? Das ist ganz komisch, das ist nicht normal. So sieht Huibu aus. Das Schlossgespenst. The drawing I did for Mom. Schön. Aber das ist schon ein bisschen traurig, ne? Ja. Ich hätte da keinen Bock, da weiterzuleben, alleine. Ich finde, alleine leben, da kannst du auch gleich tot sein. Wofür dann noch leben? Ein Bild. Nur um ab und zu an sich rumspielen zu können. Like, apparently. Mir fehlt ein Puzzleteil. Oh ja. Dilettantisch. A missing piece. Das würde mich wahnsinnig machen. Es muss ja irgendwo ein Bunker sein. Ja, offensichtlich eine sehr anspruchslose Mutter. Nicht mal ein Puzzle. Ich dachte, man kann noch irgendwas. Nee, man kann es wirklich nur noch mal angucken. What a great drawing. But I've never seen real flowers. Ah, okay, wenn er noch nie echte Blumen gesehen hat. Dann ist das sehr gut. Dann ist das echt nicht schlecht. Kann ich hier weggehen? Ich er hat aber ja auch nur 3 Bücher, woher weiß er denn, wie Blumen? Ah, vielleicht von seiner Mutter, ne? What shall I read to Mum? The fan should be set in operation as soon as the shelter is occupied. And the outside doors closed.
It should be closed down immediately following the attack to prevent the filters blocking. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Warum ist hier ein Alarm? Was? Werbung! Ach, Werbung! Oh, selbst hier in der Apokalypse. Was machen wir? Was machen wir mit dem Geld? Und warum? Jetzt Pause, wir drücken Pause. Okay. Wir gucken mal, was hier los ist. Dann machen wir erstmal und gehen wir auf los. Das Essen zählen. Was gehört denn mit zum Übungsplan? Okay. Essen zählen, 200 Liegestütze. Oh, Liegestütze auch. Und darauf achten, dass der Helm mit dem Kopf verschmilzt. Liest du mir auch gleich wieder was vor? Natürlich, gleich. Okay, nachdem wir miteinander geschlafen haben. Gleich, wenn wir durch sind mit unseren 5 Punkten, die wir zu erledigen haben. Oh, das ist sehr gut. Ist da auch der gute Stoff drin.